Hallo, Freundin, Freund der analogen Unterhaltung. Moin, ihr Minenarbeiter. Und herzlich willkommen hier bei Hunter and Friends. Wir haben es mal sein lassen, uns Dreck ins Gesicht zu schmieren, aber wir konnten es uns nicht nehmen lassen, ein wenig Arbeitsschutz walten zu lassen. Ja, so immer so, ne? Ihr habt es am Thumbnail sicherlich schon erkannt, es ist mal wieder Zeit für eine Preview von uns beiden. Wir beide spielen ein neues, schrägstrich, aber altes Spiel. Ja, 10 Jahre ist es her. 2013 gab es die Sonderedition auch, glaube ich, von Eggert Spiele. Beides, normale und Sonderpunkt. Damals der deutsche Titel Glück auf. Richtig, gab es auch irgendwann mal als Kartenspiel, jetzt aber wieder als... 3 Jahre später, glaube ich, dann. Jetzt wieder als Brettspiel, denn wenn man nämlich die Preise so vergleicht auf dem Sekundärmarkt, was das Glück auf so kostet, da ist Kohle das kleinere Problem. War also Zeit out of print und kommt jetzt von CNC Games... CNC Publishing. CNC Publishing. Jetzt hier in einer multilingualen Deluxe-Version, kann man schon sagen. Ja. Das, was ihr jetzt hier alles seht, ist natürlich noch mitunter Prototypenmaterial. Die ein oder andere Komponente und oder Grafik wird da sicherlich noch angepasst. Ja. Das fängt auch hier schon beim Cover an. Wenn ihr auf die Kampagnenseite geht oder auch bei Boardgame Geek schaut, sieht man schon das überarbeitete Cover. Aber jetzt hier also Coal Baron, der Kohlenbaron, ist ansonsten, wir gehen auch gleich mal in die Top-Down. Ja, ich sitze schon auf heißen Kohlen. Mal gucken, wie viel Kohle Witze wir machen können hier, ist also sonst grundsätzlich das Spielmaterial und auch das Spiel, was es früher schon war. Michael Kiesling, Wolfgang Kramer haben das Ganze ja designt, damals von Lohhausen illustriert und jetzt von und Friedrich. Den hast du nachgeschaut. Der jetzt hier ebenfalls auf Boardgame Geek auch das sein erstes eingetragenes illustriertes Brettspiel ist. Wie auch immer, wir haben jetzt hier das normale Gameboard und unsere eigenen Spielbereiche für diejenigen, die einfach das oder die ältere Version noch gar nicht kennen. Für die ist das sicherlich hier sinnvoll, denn wir werden jetzt mal eine Partie Coal Baron spielen. Für diejenigen, die das Originalspiel schon können, die können natürlich mal ein bisschen reinschauen oder auch einfach in die Kampagne schauen, wenn sie es nochmal haben wollen und oder was es da auch für neue Komponenten geben wird. Genau, denn am Spielprinzip selber hat sich grundlegend nichts geändert. Also ihr habt dasselbe Brett, ihr habt dieselbe Mechaniken, die ihr besitzt, um die Arbeiter einzusetzen. Wir bauen unsere Mine, wir haben dieselben Wertungssachen. Ja. Das ist alles gleich geblieben. Da muss man jetzt auch nicht auf einen Kniff hoffen. Ja, den gibt es nicht. Die Sachen, die es in der Holzkiste gab, die 500 Stück, die limitiert waren damals, diese Erweiterungen, die da drin waren, die gibt es auch nicht. Jedenfalls nicht, dass ihr es wissen. Vielleicht wird da noch irgendwas freigeschaltet im Laufe der Kampagne. Wir haben ein Schreiben erhalten, dass aktuell ist das ja hier Papiergeld. Da soll es wohl in der Kampagne auch Münzen geben. Mal schauen, lasst euch da überraschen. Ansonsten konnten wir jetzt hier euch schon mal zeigen, hier ist so ein Metall-Startspieler-Coin. Der ist schon mal ziemlich cool auf jeden Fall. Ne? Das ist hier der Pub-Coin, das ist der Marker. Und wir haben hier auch so einen kleinen Wertungsmarker. Das ist hier so eine Gruben, so eine Öllampe. Auch ziemlich fancy, wer auf so Sachen steht. Die mit LED. Jetzt hör auf. Aber wie gesagt, genau, final wissen wir halt auch nicht, ob es auch diese Kohle, Holzmarker sind und ob es denn so Meeples sind. Das müsst ihr dann mal wirklich in die finale Kampagne. Oder ob da noch mehr Kram, noch mehr Deluxified kommt. Ja. Was ihr aber hier auch sehen, sind so kleine Plastikschälchen. Die sind selber nicht Teil vom Spiel. Die haben wir aus unserem Vorrat genommen, um jetzt besser zu sortieren. Das ist Teil vom Token-Silo von Gamegenic. Ne? Also kann man natürlich sich irgendwie mal anderweitig dazu holen. Aber genau, hier seht ihr sonst ja schon so kleine Cardbox-Schachteln. Die waren jetzt hier so dabei für die Spielersachen zum Sehen. Die sind auch sehr schön. Also aus Papier gefaltet, schön zum Zumachen. Kann man schön benutzen. Prinzipiell. Wir fangen jetzt gleich mal an, Coal Baron zu spielen. Es ist so ein Arbeiter-Einsatz-Verdrängungsspiel. Wir haben hier mehrere Felder, in denen man Arbeitern einsetzen kann. Man kann dann immer mehr, also ein mehr einsetzen, als dort in dem Feld ist, um das Feld dann zu aktivieren. Wir haben halt hier Felder, in dem man sich neue Loren besorgen kann und die dann auch gleich mit der jeweiligen Kohleart gefüllt werden. Wir haben ja 4 unterschiedliche Kohlearten, solche gelben, braune,
Silber- oder graue Farbe und schwarze Kohle-Sachen. Wir haben hier die Möglichkeit, uns Geld zu generieren. Ihr seht hier auch schon jeweils einige Stoppzeichen, weil wir mit zwei Spielenden natürlich hier nicht alle Felder zur Verfügung haben, wurden einige abgedeckt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Aktionen zu machen, also unseren Förderturm zu aktivieren. Hier unten können wir Auftragskarten, die wir mit Kohle schon gefüllt haben, dann transportieren. Na, hier sieht man ja so einfach nur der normale kleine Kohlenwagen, hier Pferdekarren, schon so ein LKW motorisiert, motorisiert und dann da die Lok. Und hier haben wir schon eine Auslage von Aufgabenkarten ausgelegt und wir haben auch schon, jeder von uns im Zweispielerspiel werden 7 Karten zur Verfügung gestellt. Dann ist es so ein bisschen Drafting. Ne? 3 Karten haben wir uns also nacheinander ausgewählt. Das sind unsere Anfangsauftragskarten und der Rest wurde dann hier wieder aufgefüllt. Und hier seht ihr jetzt auch unseren Förderschacht. Double leer, auch ein Teil aktuell. Dann hier unser Aufzug, ne? Der dann in die jeweiligen Bereiche fahren kann. Und ja, letztendlich, hier werden weitere Aufträge hingelegt. Hier kann man seine Arbeiter oder wo auch immer man das machen möchte, seine arbeitenden Miepel hier platzieren. Im Zweispielerspiel haben wir auch die volle Anzahl an Miepeln. Weißt du noch, wie viele das waren? 18? Ne? Das klingt mega viel. Schauen wir mal, was das wird. Wie gesagt, aber man kann ja verdrängen. Und dann ist am Anfang auch schon jede Lore, die wir haben, haben von jeder Art auch eine Lore auch schon mit der jeweiligen Kohlenart gefüllt. Etwas anders als in der vorhergehenden Version ist dieses Zwischenwertungstableau. Das war vorher auf dem Gameboard direkt. Das haben wir jetzt hier einzeln. Wir haben also 3 Zwischenwertungen, bevor es dann am Ende auch nochmal Punkte für Geld, Kohle und Sachen geht. Und so aufgeteilt, dass wir hier erstmal nur, ich sag mal, farbige Felder auf Auftragskarten werten, also leere farbige Felder auf gewerteten Auftragskarten. Dann in der zweiten Wertungsphase schaut man auch nochmal nach Feldern auf der jeweiligen Transportierungsart und in der dritten Wertung guckt man denn nach leeren Lorenarten. Also das Ganze steigert sich so ein bisschen und ja, die schwarze Kohle ist die wertigste und die gelbe auch hier passend quasi in der Höhe angegeben, also ganz oben nicht so tief gegraben ist die Kohle. Ja, Piet, was ich mich eigentlich frage, tragen wir die ganze Zeit den Helm beim Let's Play? Ist das, also ich weiß nicht, vielleicht machen wir das. Tragen Kohlearbeiter, die dann auch noch 5 Minuten, wenn der Chef zuguckt? Oder? Das kann natürlich sein. Ich überlege. Oder willst du mal aufsetzen, wenn dein Fahrstuhl steigt? Ach du mein, ja, genau. Stimmt schon. Nee, also ich bin damit fein. Also diese Frage habe ich mir allerdings auch schon gestellt. Aber das gehört übrigens nicht. Das ist keine Deluxe-Komponente. Und dann haben wir die passend natürlich die Kramer-Leiste hier drumherum, unsere Siegpunkt-Leiste. Na, nämlich immer, wenn wir hier so einen Auftrag transportieren, na, grüßt ja einer, dann von A nach B hier. Gibt es halt die jeweiligen Siegpunkte, die wir abtragen und natürlich dann in den Zwischenwertungen. Piet hat mir hier irgendwie den Startspielmarker hingemogelt. Ja, ich habe da nichts gemogelt. Hab da einfach gesagt, dass du schon hast das ganze Brett zur Verfügung, nicht, dass du noch heißt, oh, da wäre ich gerne hingegangen. Das stimmt natürlich. Ja? Du weißt also den Spruch, den ich gleich bringe. möglich. Und ich fange einfach mal an. Es ist hier auch meine Erstpartie und vielleicht zu meiner halben Schande. Glück auf habe ich damals auch nie gespielt. Ich habe auch nie das Kartenspiel gespielt. Aber wieder noch? Da sind wir gleich. Aber hier geht es ja nicht darum, die raffiniertesten Sachen zu machen, sondern euch einfach grundlegend mal zu zeigen, was hier für Mechaniken und bestimmte Dinge sind und ihr könnt dann für euch entscheiden, habt ihr da Bock drauf? Und oder vielleicht in diesem Fall, ihr kanntet das Spiel schon vorher, seid vielleicht nie an eure Glück auf Kopie gekommen oder habt es mal zu einem nicht so guten Preis vor Jahren verkauft und habt wieder Bock auf das Spiel bekommen, das kann ja auch sein. In diesem Sinne fange ich einfach mal an. Mach doch. Und ich wie gesagt, keine Ahnung, ob das cleverste Ding ist, aber ich setze hier mal einen Arbeiter ein oder eine Arbeiterin und hole mir mal diese Auftragskarte. Das ist also hier die graue Kohle. Und warum mache ich das? Ich will das mal machen, weil das hat nämlich die gleiche Transportart, hier die Lokomotive. Und wenn man halt gleiche Transportarten hat und man die beide befüllt hat, dann kann man die mit einer Aktion beide auf einmal absolvieren. Und ihr seht ja hier auch, hier habe ich
geht jetzt ein bisschen aus, aber 2 diese Kurve. Deswegen mache ich das also einfach mal. Wenn man hier eine Karte wegnimmt, wird die auch wieder nachgelegt. Und aber jetzt blockiere ich, was heißt blockieren? Jetzt ist dieses Feld halt ein Arbeiter teurer geworden. Ja, so ein Schaft. Ja, aber ich gehe einfach, weißt du, ich gehe einfach buddeln. Mhm. Das heißt also, ich gehe mal hier hin. Piet besorgt sich eine oder 2 braune Loren. Genau, das heißt also, was muss natürlich bezahlt werden. In dem Fall, von dem, was draufsteht, sind 2 Teile. A2, muss also 4 Geld zahlen. Ich nehme also 4 Geld. Mhm. Einen Rück. Darf er dieses Teil nehmen, muss dieses dann natürlich anlegen. Und ihr seht es, es gibt helle und dunkle Seiten. Und diese ist nicht beleuchtet. Das muss also auf die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite des Förderturms, genau. Oder des Schachtes. Und dann kommen da auch gleich. Da fragt man sich vielleicht so ein bisschen, was hat es auf sich mit diesen Seiten? Ich weiß nicht, ob das auch so eine Platzfrage ist, aber am Ende, wenn die muss es im besten Falle ein Gleichgewicht zwischen der rechten und der linken, der hellen, genau, und der dunklen Seite sein. Ansonsten gibt es ein Minus. Das soll so ein bisschen Statik darstellen, die man halt. Ja. Das ich habe meinen Kaffee nicht schwarz getrunken, sondern eher so hellbraun, ne? Also um mal bei den Kohlefarben zu bleiben. Ich dachte gelb. Das war deine. sehr gut, Piet. Nein, nicht. Aber mein Tee könnte. Ich möchte auch mal überlegen, mir vielleicht so eine Lore zu. Das wird auch nachgefüllt. Mhm. Stimmt, auffallend. Aber ich hätte vielleicht gerne, weil ich habe mir jetzt ja hier so einige von diesen grauen Lorenkarten besorgt. Die graue Maus. Deswegen mache ich mal eine Aktion, und zwar auf diesem Feld hier. Ihr seht, hier ist so ein extra Feld. Das bedeutet nämlich, dass man sich dafür jetzt 5 Plättchen, die sucht Piet auch aus, 5 Plättchen nimmt. Und aus diesen 5 Plättchen suche ich mir jetzt 1 aus. Und vielleicht habe ich da ein bisschen Glück. Ne? Also du musst dir auch 1 aussuchen. Ja, ja, ne? Du kannst jetzt also nicht sagen, du kaufst einen anderen. Ja, das... Leider war das jetzt nicht das, was ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, hier gibt es vielleicht irgendwas mit 2ern. Mhm. Aber ich nehme mal das hier jetzt also. Das heißt, da seht ihr schon, das kostet mich einfach 3. Also hier meine, ich lege das auch hier schon gleich mal rein. Die tausche ich jetzt. Nehme mir hier 2. Was sind das? Franken hier in dem Spiel. Mhm. Ne? Franken. Ich glaube, in der deutschen Version, da waren das D-Mark ausgezeichnet. Das weiß ich gar nicht. Ich habe es ja nie gespielt. Naja, nee, nur in der Anleitung mal gelesen. Und schon gibt es hier eine graue Kulle. Und jetzt darf ich mich entscheiden, ob diese Plättchen oben auf den Stapel kommen oder nach hinten. Und ich lege sie mal hier nach hinten. Ne? Mhm. Ja, normalerweise steht der Stapel auch nicht um Statisch. Das Statikwillen haben wir das mal so platziert. Nicht dran, meinst du? Du bist dran, ja, auf jeden Fall. Geil. Ich habe gerade Geld ausgegeben, weißt du, was ich mache? Du holst dir Geld. Ich hole mir mal Geld und dann kriege ich. Das ist natürlich ein 6er-Feld. Ja. Also, wie gesagt, dran denken, die Felder sind nicht blockiert. Man kann da jetzt immer noch hingehen. Dann kriegt man dann mit 2 Miepeln immer noch 6. Vielleicht mache ich das auch einfach mal. Einfach mal, um das zu zeigen. Ich zeige euch das mal. Ich gehe nämlich hier mit 2 Miepeln auf das Feld. 1, 2, einer mehr als das. Und der Miepel jetzt hier, der wird verdrängt. Und der geht jetzt erstmal hier in die Cafeteria. Der holt sich da ein Käffchen. Ja, der ist fertig mit Arbeiten. Mhm. Was bei dieser Bank, bei diesen Bankfeldern nochmal zu erwähnen sei, ihr seht hier unten ist nochmal so ein kleiner Eingang und auch nochmal so ein Feld. Vielleicht wird das auch nochmal ein bisschen besser dargestellt. Es kann nachher im weiteren Spielverlauf natürlich so sein, dass alle Felder dann doch mit mehr Miepeln belegt sind, als man hat in seinem Vorrat. Dann muss man hier ein Miepel einsetzen und bekommt halt 1 Franken daraus wenigstens. Ja, immerhin. Und man darf übrigens nicht vergessen, wenn man so viel quatscht wie ich, dass man sich dann trotzdem auch noch das Geld nimmt, muss was man nicht da haben will. So. Jetzt, wo ich 6 bekommen habe, gebe ich auch glatt mal wieder 4 aus. Und nehme den hier. Dann wird wieder einer nachgelegt. Ja, Piet hat seinen Bereich da rausgebaut. Mhm. Ja, und ihr seht jetzt ein helles Plättchen, ne, weil da nämlich eine Lampe drin ist. Aktuell ist Piet also im Gleichgewicht. Ich habe keine. Ich hätte voll, zwar eine helle Leuchte manchmal, aber. Ich hätte voll gerne so ein Doppel.
Wagen irgendwie. Ja, da hast du einen. Ja, aber den wiederum. Den willst du wieder nicht. Ah, oh, der ist ja wieder wählerisch. Ja, da bin ich immer wählerisch. Oh, der kleine Mann. Mhm. Aber vielleicht nehme ich den trotzdem. Hm. Ja, vielleicht. Ja, komm, ich nehme das mal. Ich nehme mal hier. Damn, eigentlich wollte ich den. So, dann geht mal da Neues hin. Das ist kostet, du bezahlst auch noch zwei? Ich bezahle zwei. Keine Sorge. Ja, ist gut. Ich bezahle zwei. Und dann gibt es natürlich auch hier zwei gelbe Kugeln in meine Loren. So, was mache ich einfach? Weißt du, wir gehen hier zum Fördern. Wir zeigen das einfach mal. Mhm. Ja, hier geht's einfach mal schwuppdiwupp. 10 Aktionen. 10 Aktionspunkte und wir zeigen uns mal, was hier so ist. Genau, eine Aktion als erstes, dann muss er, wir fangen hier oben an, dann muss er ja erstmal irgendwo hinfahren, wo er was schlürfen muss. Also, eins. Wir fahren natürlich nach ganz unten. Man müsste nicht nach ganz unten fahren. Nee, ich hätte auch hier anhalten können. Genau. Also, das ist egal, ich fange aber gerne unten. Also, eine Aktion, wir zählen mal alle mit, nicht, dass Peter es falsch macht. Also, eine Aktion hat er gemacht. Zweite Aktion dann ist er reingeladen. Dritte Aktion. Vierte Aktion. Genau, ihr seht schon, er ist nicht in der, in der grauen. Fünfte Aktion, sechste Aktion, siebte Aktion, achte Aktion. Und jetzt könnt ihr eine Sache ausladen, das wäre dann die neunte Aktion. Ich habe aber 10. Genau, kannst du noch was ausladen. So, und jetzt hat Pete den Auftrag mit dem Pferdewagen vollgepackt, den einen, der ihn, wenn er den transportiert, 9 Siegpunkte gibt. Und wenn er dann das nächste Mal hier zum Beispiel hier hingeht, dann würde er diese eine Karte, weil er hat nur eine Karte mit dem Fuhrwerk, der auch voll ist, hätte er mehr Karten, die auch erfüllt sind mit dem Fuhrwerk, würde er die dann alle auf einmal. Ja, wichtig ist auch, ich kann jetzt hier auf dieses Feld gehen. Hätte ich, also ich kann nicht auf das Karrenfeld gehen, weil ich keinen Karren habe, der fertig beladen ist. Ich kann also nur bei der Lieferung auch Felder benutzen, die ich auch habe. Das heißt, man kann nicht blockiert werden oder so. In der Hinsicht. Ah, da haben wir das ja schon mal ganz gut gemacht. Mhm. Toll, Pete. Ja, oder? Wirklich toll. Na, wenn ich smart gewesen wäre, hätte ich den vielleicht noch gekauft vorher und hätte mir noch einen Auftrag genommen und so, aber so smart bin ich ja nicht. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich so smart bin, um ganz ehrlich zu sein. So richtig wohlig fühle ich mich hier irgendwie noch nicht. Ja, tust du nicht, meinst du? Irgendwie nicht. Ich gehe aber mal nochmal hier hin. Übrigens, jeder Auftrag, den man nicht erfüllt am Ende des Spiels, ja, ist minus ein Punkt. Minus, das wird hier auch nochmal einmal dargestellt. Ja. Ich gehe mal hier hin und hole mir mal. Wie er die Aufträge sammelt. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so clever ist, aber ey, come on, egal. Come on, baby, light my fire. Egal. Aktuell sind jetzt die teuersten Aktionen gerade hier oben 6 Geld für 3 Miepel. Hm? Ja, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich hole mal 4. Sehr gut. Oder vielleicht wollte er das, damit ich woanders nicht hingehe. Taktisches Spiel. Vielleicht. Aber Geld braucht man halt immer. Das kann durchaus machen wir einfach. Mhm. Und wenn man keine Miepel mehr hat, dann setzt er an so lange ein, bis er fertig ist. Ich hole mir mal hier noch eine Lore. Ja, guck mal, die ganzen günstigen Loren, ey. Die holt er sich jetzt hier. Kostet mich ja wieder 3. Ja, darf man nicht vergessen, auch zu bezahlen, ne? Wenn die genau so liegen, dass du... Ah, da ist einer. Ja. Mhm. Okay. So, was mache ich denn dann? Jetzt müsste ich auch echt mal überlegen hier, was ist das? Eine Aktion, zwei... Will ich das überhaupt überlegen? Müsste man bei dem Spiel schon überlegen. Man muss bestimmt überlegen. Hast du jetzt durchgerechnet, dass du da hoch und runter kommst? Nee, ich habe einfach 10 genommen und habe einfach immer runtergefahren. Ich habe es einfach eingesammelt. Ich habe hier nichts geplant. Oh, geil, also ich dachte so, ist mir egal. Ich mache es jetzt einfach. 6, 3, 4, 5, 6, 7. Herrlich, herrlich, Pete. Ja, sehr gut. Das ist geil. Das freut mich. Jetzt kann er natürlich rechnen. Schön, dass er, lass uns hier dieses Let's Play nicht rechnen. Lass uns nicht rechnen. Wir machen das auf die harte Tour. No, auf die harte. Keine Lorenaktionen mehr. Nur die haben kaum gehabt. Ich zahle mal einen. Ja. Weil ich gerade Lust darauf habe, mir den zu kaufen. Okay.
Das ist eine dunkle Seite. Oh, Entschuldigung, Piet, sein Schachtel ausgebaut, nicht meiner. Ach so, ist irgendwann mal eine Kohle alle. Ja. Dann kann ich irgendeine Kohle rauflegen. Ich habe gerade an Cola denken müssen. Aber ja, irgendwann mal so, eine Kohle alle. Wie, wenn eine Kohle, wenn die Art... Wenn ich jetzt keine gelbe Kohle hinlegen hätte können... Also weil der Vorrat alle ist. Weil der Vorrat alle ist, dann hätte ich irgendeine. Aber auf die richtige Lore legen? Nee, also dann kann ich hier auch eine schwarze hinlegen. Die zählt dann halt nicht als schwarze Lore. Aber als die Kohle für Aufträge. Speaking of schwarze Kohle. Speaking of, verstehe. So, Freunde der analogen Unterhaltung. Ich gehe jetzt mal hier hin. Verdränge mal den Piet hier von dem Zehnerfeld. Zack. Deine beiden Buddies, die sind schon wieder auf beim Kaffee trinken. Ja, ich haben sie schon gearbeitet. Ich habe nicht gezählt, aber ich gehe hier geil. Auch mal runter. Also 1, 2. Dann gehe ich hier 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann 9. Und dann lade ich schon mal den einen hier aus mit der 10. Okay, guck ihn dir an. Wie er braucht. Ja, so habe ich das schon mal gemacht. Nicht, dass ich gerade leise gezählt habe. Ich wollte gerade sagen, hast du etwa gerade leise gezählt? Der Axel hat mich wieder angestellt hier. Ja, ich mach's ganz einfach. Ja, komm. Ich gehe da mal hin. Mhm. Verstehe. 1 für 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Das ist einfach. Du? Das klingt eigentlich auch nach einem coolen Plan, bevor das noch teurer wird. Ja, wir haben ja genug. Naja. So. Du hast mir ja schon die 10, eigentlich wollte ich 10 haben. Aber ich dachte, wieder von 6. So. Also für meinen 6 nehme ich jetzt auch mal 4 Aktionen, um das hier auszuladen. 1, 2. Ich lege hier mal nach, weil du ja beim Sachen kaufen nicht nachgelegt hast. Entschuldigung. Auch 2 Silber, ne? Und leg das. Du hast nicht nachgelegt. Nein. Ich habe doch gar nichts gekauft, oder? Doch, da liegt ein roter Miepel, ich muss das gewesen. Ne? Natürlich. Alles gut. Also hier, kannst dich da nicht rausreden. Übrigens, wenn man hier also Kohlenarten hat und die keine Aufträge gerade haben, kann man die auch hier ins Lager dann räumen, ne, für eine Aktion. Und wir können auch 2 in eine, 2 gleiche in eine andere Sache umtauschen, kostet natürlich aber dann auch Aktionen, also 2 Aktionen, weil man 2 Kohlen bewegt und die in eine andere macht. Also ich war jetzt bei 4. Whatever he talks. Ja, genau. Lass ihn mal quatschen. Bei 4, dann gehe ich hier runter, 5 und 6 lade ich das hier schon mal ein. Und jetzt habe ich hier 2 Karten mit der Lokomotive und 1 mit diesen Kohlenkarren. Der kostet ja auch 6. Und ihr stellt jetzt vielleicht schon fest, die Loren werden ja immer nur befüllt, wenn man die neu kauft. Das ist richtig. Mhm. Deswegen kaufe ich jetzt hier mal. Also um sich Ressourcen zu kaufen. Ja, mein Kumpel. Muss man... Einfach hier mal in die dunkle Seite. Ja, das kostet... 4, ne? Aber 6. Halt auch 6. Ach, 2 mal 3, ja? Ja. Okay. Dann ist meine Aktion durch. Dann legen wir hier auch wieder ein Plättchen. Ja, ja, Wunder. Wie kommt das denn dahin? Wie passiert das denn? Ja, auf jeden Fall. Ja, das Zweierplättchen wäre schon geil gewesen. Aber anscheinend. Leider geil. Leider geil, aber anscheinend sollte das nicht sein. Ich mach mal noch mal das hier. Nehmen wir noch mal 5. 1, 2, 3, 4. Passt. Passt hat er die. Hast du das obere zurückgelegt, ne? Nein, das untere. Mensch, so denn? Es sah so im Augenwinkel aus, du weißt. Guck mal, was wir hier haben. Was haben wir denn da? Das haben wir hier. Wir haben hier noch mal 2 Silber, ne? Oder die waren, aber ich nehme schon.
Ich nehme, glaube ich, schon die silbernen, weil die noch mal ein bisschen mehr rein. Die silbernen. Auch für 6 habe ich auch noch das Geld. Das hier auf der dunklen Seite. Zack. Vergesst natürlich wirklich nicht die. Ich glaube, ich tausche das mal, dass man das hier mal ein bisschen besser sieht. Und kostet nicht 6 Geld. Blup. 6 Geld. Und jetzt kann ich noch überlegen, hier die nachzufüllen. Oben oder unten? Nee, mischen ist nicht. Ja, ich habe die ja vorher. Ach so, du kannst jetzt nicht wirklich reinfüllen. Ich glaube mal. Also du hast jetzt also 2 bezahlt, 2 Miebe bezahlt, damit du was mit einem Doppel schafft. Wie kann denn dazwischen eigentlich entstehen? Ich hab den hingelegt, damit man den hier bei mir besser sieht. Ah, Ressourcen smart. Weil die Anordnung. Also hast du ja 2 Miebe jetzt für 2 Loren. Ja, 2 Miebe. Aber jetzt also eine für eine bekommen? Ja, genau. Aber ich wollte so eine Doppel. Ich wollte es nur gesagt haben, dass das. Also wenn man nur eine bräuchte, wäre das hier halt auch so günstig. Aber meine Auftragskarte hier oben, die braucht ja 2 graue Ressourcen noch. Die braucht 2 graue Ressourcen. Aber apropos Aufträge, ich gehe hier mal gucken. So wie du einfach buddeln gehst nach den Aufträgen, nachdem du hier nach Schaftteilen buddeln gehst. Alter Falter, was geht denn hier? Wenn ich das gewusst hätte. Oh, die sind aber alle schön. Na, so richtig schön ist anders, aber so wie es gerade passt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nehme ich den und abgeben. Unten runter oder oben rauf. Spannend. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das hast du dir da hingelegt für einen Auftrag? Ich leg mal oben. Den Doppelgrauen? Ja, den Doppelgrauen. Okay. Dann gehe ich mal, verdränge mich hier. Die 10 Aktionen. So gehen die an. Und lade jetzt hier mal 1, 2. Ich weiß noch nicht, ob das ganz so clever ist, die einzelnen, weil ich die jetzt hier ins Wehrhaus lege. Das kostet mich ja eigentlich Aktionen mehr, ne? Das ist vielleicht. Dann holst du das später ab, ne? Das könnte, wahrscheinlich ist das sogar sinnvoller. Weil ich nehme trotzdem das 10 Aktionsfeld, weil. Das macht ja Kunst, genau, ne? Also, wird es eher so ein bisschen. Außer du willst später nochmal 10 Aktionen machen. Also, dann mache ich das doch mal. 1 Aktion, 2, 3. Das ist natürlich auch irgendwas umtauschen, aber das ist egal. 3, 4. Dann hier. 5, 6. 7. Zack. 7 Aktionen, die anderen 3 verfallen. Achso, ich kann natürlich nicht verfallen lassen. Nee, ich könnte wieder zurückfahren irgendwo. Ich könnte natürlich. Du könntest auf irgendeine Ebene fahren, ja, genau, wo du eine Ebene bauen fahren, willst. Wo ich denken würde wollen. Und zwar vielleicht fahre ich hier mal auf diese Ebene, auf die Braunkohlenebene. Ja, bevor das noch teurer wird, weil du hast ja noch 2. Ich habe nur noch zwei. Ja. Also ein ist ja klar, was ich brauche. Ne? Ich will ja meine Aufträge da wegfahren lassen. Da brauchst du halt einen für. Da brauche ich einen für. Das habe ich auch nicht. Blockieren. Also deswegen kann ich das nicht blockieren. Da brauche ich 3 für. Hätte ich noch eine. Ist irgendwas mit einem frei? Ja, so einige Sachen sind hier noch. Aber hier noch was holen, hier noch eine Lore holen, kostet auch nur 1. Da kann man immer gebrauchen, ne? Tendenziell ist das sicherlich nicht verkehrt. Besser als ein Geld? Ja. Also, du musst natürlich auch 3 Geld haben zum Ausgeben.
muss man halt auch festhalten, ne? Ja. Also ja, sag mal so, den Silbernen, wenn du die alle verschiffst, den Silbernen brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt abholen. Wenn du da schon 5 hast. Gelb wäre halt mal interessant, ob ich das noch schaffe. Aber so ist es halt immer, ne? Man weiß nie, was man kriegt. Man weiß nie, was los ist. Geht es? Ne, da fehlt mir einer. Ist noch viel lustiger. Wo ich dachte, ich baue die einfach um, aber das geht ja auch nicht. Weil ich habe halt überlegt, dass ich dann nämlich, wenn ich den jetzt nehme, weil ich ja 2 Autos habe, die vollkriege, aber ich habe nur 5 Cubes bei mir liegen und ich bräuchte dann ja 6. Na, du brauchst auch 3 gelbe, ne, für den Auftrag. Ja, du hast ja, 2 gelbe. Das wird wahrscheinlich schwer, alles auf einmal zu kriegen. Es ist ja die erste Partie, zählt ja sowieso nie. Ach so. Und wenn wir hier ein Video machen, ja sowieso nie. Also wenn ich verliere, zählen die ja eh nie. Ach so. Ach so läuft das. Ja, weiß ich nicht. Ich mache erstmal das, was sinnvoll ist. Was auch immer das heißt bei Pete. Für 3 holst du dir... Ja, für 3, das kostet noch Geld. Ja, das habe ich mehrmals gesagt. Ja, aber ist doch fein, ist doch gut, Pete. Gib dir mal das Teil. Nee, für 3. Oh nein, guck mal, das für 3 will er nicht. Für 3 will ich nicht. Das ist doch 5 Geld. Nee, was machst du jetzt? All in, deine Meeples oder was? Ich brauche 10 Aktionen. Okay, jetzt geht er rogue. Ja. 10 Aktionen, gucken wir mal, was da geht, Pete. Mal 6, ja. Naja, 1. Zwei, 3, 4. Das ist auch voll dein Aufzug. Ja. 5. Und dann sind es 5 Dinger. Ach so. Ja, 1, 2, 3. Ich wollte mir ja, siehst du, deswegen wollte ich mir den doch holen. Und jetzt legst du die ins Warenhaus. Das war mein Problem. Naja, Fehler gemacht. Jetzt lege ich die ins Warenhaus. So, Pete, ich werde jetzt einfach mal... Ich habe mich unter Druck gesetzt. Alles falsch gemacht. Ja. Ich wiederum habe nur 2 Geld, Kann mir das also nicht holen. Schade eigentlich. So ist es. Ich könnte das holen, aber nee, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Na, hier, also jetzt werden alle Dinge mit der Lok transportiert. Und mit der Lok habe ich 1, 2, 3 Aufträge. Insgesamt 7, 3 sind 10 plus 9 sind 19. Die werden jetzt also hier abtransportiert. Die Kohlen kommen hier wieder in den Vorrat und die Sachen sind abgehandelt hier. Und die habe ich dann auf meiner Hand oder lege die verdeckt erstmal auf. Die dann verdeckt. Ja, aber die Punkte werden natürlich hier abgetragen. 19 habe ich gesagt. Mhm. Da geht er in Führung. Und die lege ich mal, keine Ahnung, hier hin oder so. Zack. Es ist ja auch gar nicht mehr lange hin bis zur ersten Zwischenwertung. Ja, ich bin halt lahm. Ich gehe mal hier hin. Nimmst du die Auftragskarte? Ja, falsch umgemacht. Aber so ist es. Nimmt sich Pete noch eine Auftragskarte? Hier kommt noch eine neue hin. Ja, jetzt habe ich ja noch einen Arbeiter. Hier müsste ich 3 bezahlen. Ich habe aber nur noch 2 Geld. Jetzt passiert halt das, was ich auch schon angekündigt habe. Hier kann ich nichts einsetzen, weil ich habe keinen Auftrag, der hier voll ist, der die jeweilige Transportart hat. Deswegen gehe ich jetzt hier in die Bank und hole mir einen Franken, so einen Trostfranken. So ein Trostfranken. Ich fange mal an. Hier wird einfach mal, werden die Karren hier leer gemacht, die beiden. Die hat man von oben ja auch gesehen. 7 und 4, also 11 Punkte. Mhm. Ich fahre den Wagen hier, deinen schon mal hier hin. Zack, 11. Dann nehmen wir offen. Ja. Hast du noch Meeple, Pete? Ich habe noch richtig mehr? Viele Meeple. So. 2 Stück hast du noch. Vielleicht setzt auch richtig viele, da der Ausdruck. Ja, sind 2. Ja, 2. Richtig viele. Dann geht hier auf jeden Fall die schwarzen. Die Schwarzkohle hier noch wegschiffen für 9 Punkte. Pferdekarren. Gehe ich auf 20? Hey. Und dann hat er sogar noch ein Auto, nochmal für 7. Ja, aber das Auto kann man ja, also das Silberne, du hast ja mehr Silber geliefert als ich. Ja, Pete geht nämlich hier jetzt schon in die Zwischenwertung, das zeigen wir euch gleich. Na, da geht es darum, wer hat die meisten. Und da ich hier ein Auto habe, auf was ich plane, gehe ich mal hier kurz zum Sachchef. Holst du dir lieber ein ja, ich könnte mir diesen Silbercube da holen, aber.
So ist es. Okay, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz hier im Detail. Also hier Runde 1 sind wir, dafür der Marker halt. Mhm. Hier werden jetzt nur die Felder, die farbigen Felder der Auftragskarten gewertet. Und hier ist es eine Mehrheitenwertung. Im Spiel zu zweit gibt es auch nur der, der die meisten hat. Also bei schwarzen Feldern 5, 4 bei grauen, 3 bei braun und 2 bei gelben. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie das so ist auf unseren Auftragskarten. Ja. Und die werden auch jetzt nicht abgelegt oder so, die bleiben ja bestehen. Und ja, fangen wir mal ganz kurz bei Schwarz einfach an. Ihr seht, ich habe gar keinen schwarzen. Piet hat 2, bekommt also 5 Punkte für die schwarze Kohle. Silber hat Piet ja schon eingeschätzt. Na, da hätte er mit der Karte wäre nur auf 3 gekommen. Ich bin aber bei 5, bekomme also 4 Punkte für Silber. Und weil Piet natürlich Piet ist und mitdenkt, kriegt er hier die Mehrheit mit 3, kriegt er nochmal 3 Punkte. Ja. Und die gelbe Kohle hat von uns niemand geführt. Und dann, genau, wenn man nichts hat, nimmt man auch nicht dran teil an der Wertung. Hat aber auch keine und mehr. Bei ja, mehr Spielenden guckt man halt noch, wer die zweithöchsten hat. Dafür war dann die kleinere Zahl. Genau, ja, dann sind wir jetzt hier in, ja, sagen wir mal, Runde 3. Die haben wir schon. Was, jetzt Runde 3? Naja, oder hier, nee, Entschuldigung, Runde 2. Ja. Genau. Die Karten, das könnte man sich jetzt, könnte man sich vielleicht merken beim Gegenüber so ein ist bisschen. Aber, ja, kann man spielen, wie man will. Es gibt verschiedene Hausregeln. Das ist einfach dafür, dass die Leute nicht... genug. Ansonsten triggern jetzt dann gleich, wenn wieder alle Arbeitenden eingesetzt wurden, wieder die farbigen Felder und dann schaut man nachher, da ist die Farbfeldangabe egal, sondern einfach nur, wie viele Felder man hat und da jetzt nur mal bei der Lokomotive habe ich quasi 1, plus 3 sind 4, plus 2, ich habe quasi schon 6 Felder und ihr wisst, Piet, der hatte quasi gar keine Lokomotive, aber ich habe auch keine anderen Transportmittel aktuell. Noch nicht. Das gilt es also jetzt mal zu ändern. Ja, dann werden hier wieder alle... Nein, halt. Oh, Entschuldigung. Nein, weil jetzt wird ja erst der Startspieler der nächsten Runde festgestellt und dazu muss man gucken, wie viele Leute hier in dem Minenschacht gearbeitet haben und die Mine ausgebaut haben. Und werden also die Arbeiter gezählt, das sind also, um es hier besser darzustellen, 3 rote gegen 5 blaue, das heißt, ich als Startspieler. Okay. Das hätte ich Piet auf so oder so gegönnt. Ich wäre so, meinst du, so gewandert? So, ja, dann holen wir hier unsere Crew wieder zurück. Ansonsten aufgefüllt wurde ja alles schon eigentlich immer, wenn wir nicht irgendwie was mal vergessen haben, aber ich glaube, wir haben das hingekriegt. Und ihr seht dann schon, dass es auch recht schnell mitunter gespielt werden kann, wenn man jetzt weniger drüber nachdenkt. Wenn man weniger drüber nachdenkt, auf jeden Fall. Ich denke auch nicht drüber nach und ich habe festgestellt, dass ich zu wenig Geld habe. Und 6 Geld ist... Das stimmt, ich hatte auch zu wenig Geld. Ich sage mal so, nicht von der Hand zu weisen. Das stimmt total auffallend. Das stimmt auffallend. Das ist sowas und das ist sowas. Ich hole mir mal so einen Karren hier. Zack. Oh, jetzt kommt ein neuer Auftrag. Bin gespannt. Ja. Seid ihr da auch schon so gespannt wie der Piet? Ich weiß ja, ich hab's hingelegt. Eine Lokomotive. Tschu-tschu. Ich geh mal hier hin und kauf mal für 2. Dieses Doppelplättchen. Welches Doppelplättchen? Dieses hier. Oh, sehr gut. Auf die helle Seite, weil dann ist das wenigstens auch ein bisschen. Ist ja auch, man kauft ja manche Sachen vielleicht auch. Um diese 2 Minuspunkte zu kriegen. Ja, dass das wenigstens aussieht. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Dann. Das waren immer. Mir fehlt auch Geld auf jeden Fall. Ich gehe mal hier hin und hole mir 6 Geld. Ich habe was vergessen. Plättchen. Den ja nachzufüllen. Ich gehe mal hier hin und hole mal den Auftrag. Da ich noch weiß, bei diesen Plättchen, dass es noch einmal so ein Vierer-Ding geben müsste, wenn ich hierhin gehe, ziehe ich ja 5, da sollte ich das und dann muss ich nur einen Arbeitenden einsetzen. Ach so, um hier jetzt das doppelte braune Teil. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte hier, also
wenn ich nicht ganz verwirrt war, war hier noch so eins drinnen. Gott sei Dank, da ist es. Kurz mal. Ja, das hole ich mir hier also für 4. Das wird dann also hier eingebaut. Zack. 2 und 4. Das kann man. Keine Ahnung. Ich muss mal hier hin und dann muss ich natürlich noch. Machen wir denn Schönes? Oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, gut nichts. Weiß ich nicht. Was brauche ich denn? Weiß ich nicht. Im geilsten Falle bräuchte ich noch das und das. Alles so dunkel, was da liegt hier. Das ist echt, ne? Weißt du was? Ich gehe mal buddeln. Mal ein paar Aufträge geguckt, deswegen kann ich mir schon mal wieder ein paar neue angucken, glaube ich. Ja, verstehe. Nur das ist nicht das bei, was ich auch. Wirklich. Du kannst ja einfach da überlegen, Pete, um das noch mal ein bisschen zu beschleunigen, gehe ich schon mal hier hin und hole mir mal hier Geld. Dann ist der Piet nämlich schon wieder dran. Ich habe aber viel Geld genommen. Schwierig, so meine Grundideen. Verstehe ich total. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wer zählt 9? Denn da? Das ich nicht. Mach mal. Gehst du hin, oder? Do it. Do mach it. Mal. Do it. Bevor mir der, weggenommen wird. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs aus dem Lager, sieben, acht aus dem Fahrstuhl und 9 fällt hier immer runter. Da hast du jetzt schon 3 Aufgaben mit dem Truck erfüllt und ein 4. liegt noch da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man mal so festhalten. Gucken wir mal, ob das bringt. Ich würde, aber ich gehe mal hier hin. Für 3 hole ich mir mal die Lore. Tausche ich mal um. So, das ist ja eine der hellen Seite. Ich fülle jetzt mal das hier ein. Das wird ja total wurscht. So, Pete. Da es nicht besser wird, gehe ich mal hier hin. Und guck mir mal an, was du da so hingelegt hast. Ich habe die übrigens nach hinten gelegt. Ne? Also was du jetzt siehst, ist alles neu. Ist meins. Ist geil. Neu. Ja, was ist schon mal das bei... Ich kaufe das so ein bisschen fest. Pete hat ja 10 Geld, da kann er also die 4, die 8 für schwarze auf jeden Fall bezahlen. Ich leg die mal oben drauf. Die gehen hier hin. Ich gehe jetzt mal rauf. Und dann zahle ich die 8 auch gerne. Ja, das. Also gerne ist übertrieben, aber muss man halt. Gibt auffallen, ne? Ich gehe mal. Wir haben, Entschuldigung, das haben wir, das, da müssen wir wirklich drauf aufpassen. Ne, das wäre ja vorher gewesen. Ja, aber so jetzt, also theoretisch wäre es vorher gewesen, aber soll ich von hinten ziehen? Ich ziehe aber halt von hinten. Das war ja, weil ich ja jetzt weiß, dass. Das ist alles. Das war ja taktisch geplant. Das ist alles fein für mich. Noch rein. Dann würde ich, glaube ich, mal. Das habe ich schon. So eins brauche ich noch. Hole ich mir erstmal das. Nee, ich gehe mal hier hin und guck mal nochmal nach Aufträgen. Ja, guckst du.
Guckst du? 2, 3, 4, 5. Wenn du willst, Pete, kannst du auch. Schon machen? Ich hätte gerne, ja. Mhm. Ich brauch den. Den plus den. Den. Dann habe ich noch ein paar über, dann kann ich die schon mal hier hinwerfen. Ich nehme mal den hier, glaube ich. Nehme ich mir mal 6 für 6 Geld. Na, das und das. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja schon. Dann brauche ich also noch so einen und noch so einen. Dann und auf 1, 2, 3. 1, 2, 3 habe ich da. Aha. Okay, okay, okay. Dann gehe ich mal hier hin für ihr Geld. Ja, warte mal. Kriege ich einen zurück. Upsi. Kannst du da gleich einen Teil nachlegen? Das muss ich nicht wieder vergessen. Dann kommt das hier unten hin. Und natürlich auch ein schwarzes Kühlchen drauf. Ist danach gekommen, da war ja der Doppelwagen. Das genau. Doppelwagen, den ich unbedingt kaufen möchte. Ja. Bin ich mich pleite. Dann hast du dir ja schon Geld geholt. Ja, auf jeden Fall. So war der Plan. Total legitim, der Plan. Und Piet baut da an, genau. Und jetzt lege ich hier auch schon mal ein Plättchen hin. Mach. Doppel ein. Ja, gut. Nur ein, zwei, den habe ich. Auch noch so einen. Den, doch, den habe ich. Ich habe den einen silbernen, den einen schwarzen. Könnte jetzt noch einen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und so, ich brauche noch einen davon. Genau, ich brauche noch einen. Und der kostet genau 2. Deswegen gehe ich mal hier hin. Oh ja, also. Hol mir den mit einem braunen Kühlchen. Zack. Kommt das dahin und dann wird hier auch gleich nachgelegt. Und natürlich nicht vergessen, Geld mit Nein. Ich bin ja nicht voll der Schisser, glaube ich. Du bist der Schisser? Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mir das noch hole, aber meine Miepel werden so leer. Was bist denn du für ein Schisser? El Chisserino oder? El Chisserino. Aber eigentlich ist es egal, oder? Aber du kannst mir das nicht verbauen, eigentlich. Das dachte er. Das dachte er und schwupps war es vorbei. Was auch immer du tust, Piet. Ich tue es einfach. Do it. Ja. 10 Aktionen, weil ich ein Schisser bin. 10 Aktionen sind auf jeden Fall erstmal 4. Die Option war halt, ob ich mir noch die schwarze Karte halt hole. 4, 5 ist der Feld nach oben. 9, dann lädst du aus, oder was? 8 ist ausladen, 9 ist da ausladen, ja. Und, okay, und jetzt könntest du nochmal irgendwo hinfahren. Ja, wo ich denke, dass es cool ist, wa? Mhm, kannst du ja mal überlegen. Wo gibt es denn den geilen Scheiß? Vielleicht hier. Du kannst ja mal überlegen. Ich gehe natürlich hier hin. Das wird ja nicht günstiger, der Platz. Und naja, 12 Aktionen kosten dich auch 3 Meter. Ja, gut, aber. Weil ich fördere wahrscheinlich nichts. So, dann lade ich hier mal 1, 2, 3 das ein. Dann fahre ich mal hier runter. 4, 5, 6, 7, 8. Und dann lade ich mal, was lade ich denn mal aus hier? Die beiden 9, 10. Nehme ich hier schon mal. Wo ist hier? 9, 10. Da waren sie meine 10 Aktionchen. Das reicht jetzt vielleicht.
ich im Kopf habe. Ich habe gerade gesehen, dass da noch so ein LKW ist, der mir drin, den ich interessant finde, aber den kriege ich nicht mehr beladen. Ja, das ist auch so ein Thema noch, ne? Jetzt muss man ja wirklich mal. Gehe ich hier mal hin und hole mir nochmal ihr Geld. Und ich noch mehr leisten kann. Und ich ein bisschen shoppen gehen kann. Schaffe ich denn das überhaupt? Das weiß ich nicht. Weiß niemand so genau, ne? Ich mache es aber vielleicht mal. Ich gehe mal hier hin. 6 Aktionen. Ja. Und dann lade ich quasi für 3 Aktionen das hier aus. 3 Aktionen. 4 Aktionen. 5, 6. Okay. Dann kann ich kein Geld mehr nehmen. Ich habe nämlich nur noch 2 Miepel über. Das heißt, einen brauche ich auf jeden Fall zum Verschiffen. Den nehmen wir auch. Außer ich will noch irgendwas. Will ich das Braune kaufen? Und du hast andere Sorgen gerade. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass du mir irgendwas wegnimmst. So 2. Nö, ich denk, also wenn denn nur ungewollt. Ja, genau. Du verschiffst deine die ganzen, LKWs. Die 4 LKWs, die ich hier habe. Das sind also einmal 7 Punkte. 11. 13 Punkte. 13. Ist das auch ein LKW? Ja. Ist auch ein LKW. 25. Ja. Punkte. Das war der Moment, an dem Peters Spiel gewonnen hat. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist alles fein. Mich hätte es auch ein bisschen beunruhigt, wenn Pete es nicht gewinnen würde. Ach so? Ja, ein bisschen schon. Ja, ein bisschen den Druck. Ja, du hast aber du hast noch Kohle da rumliegen. Naja, komm schon. So, ja, Geld. Ich bin fast durch. Also, ich weiß, aber ob ich das. Ich weiß. Aber ich habe kein Geld und Geld kostet ja schon 3 Miepel. Ja, in der Zwischenzeit gucken wir mal, der Startspieler wird bei geteilten Dingen. Daher, mein Kohlewagen wird er mir nicht nehmen können. Uiuiui, sagt er jetzt. Ja, aber unwahrscheinlich, ich habe noch einen Miepel und habe keinen Kohlewagen. Mein Kohlewagen wird er mir nicht nehmen können. Was macht denn da am meisten Sinn? Aber wie viele Miepel hast du, Piet, noch? Einen. Du hast nur noch einen. Das heißt, da wirst du dir. Und Geld hast du noch 4. Du könntest also noch, könntest dir noch eine Lore. Naja. Ach komm, ich lade einfach mal das hier erstmal einmal aus. Warum nicht, ne? Also, dann haben wir hier 10, 5, 5, also 20 Punkte. Mhm. 23 plus 20 sind 43. Und all meine Sachen hier werden hier ausgeladen. So, zack, zack. Ups. Die Ups. Im besten Falle wechselt der einfach, der Startspieler. Das ist hier auf der letzten Seite, kann ich, ne? Upidu. Ja, die sind alle abgehandelt worden. Nehme ich jetzt hier wieder auf die Hand. Startspieler wechselt auf jeden Fall. Clockwise. Ich habe noch einen Mr. Meeple hier. Und irgendwie. Finde ich Geld gerade attraktiver als das andere. Ja, ich glaube auch, dass ich das mal hiermit auch einfach schnell mal beende und hole mir hier nochmal ihr Geld. Mhm. Wuppdiwuppdi. Ja, und dann geht es auch hier wieder in die Zwischenwertung. Das heißt, wir gucken hier erstmal wieder nach farbigen Feldern. Ein bisschen. Also ich sortiere die vielleicht trotzdem mal. Ich habe jetzt erstmal hier du hast die nach. Ja, okay, das ist fein. Ja, wollen wir erstmal Farben machen. Ja, machen wir. Da, das ist hier so ein bisschen irgendwie in der Mitte. So. Also, Pete hat am meisten schwarze Felder. Ne? Pete bekommt also wieder 5 Punkte. Tschu. Dann habe ich 6 graue Felder. Ding 3. Da bekomme ich also 4 Punkte. Ja, siehst du. 3, 4. Braune Felder habe ich 3, 4. Auch ein Feld mehr als Pete, bekomme ich nochmal 3. Siehst du, 1, 2, 3. Und gelbe Felder hat Pete aber. Haben wir also gleich 4 Punkte gekriegt. So. Dann sortieren wir das jetzt mal hier so ein bisschen um. Jetzt geht es nämlich um die Felder der jeweiligen Transportarten.
man sich sonst vielleicht auch merken oder so. Mal gucken. Ja, jetzt hier. Also Lokomotive habe ich 6 Felder. Ich habe keine Lokomotive. Du hast keine, ne? Das sind 9 Punkte. 59. Ich habe allerdings keinen Transporter. Piet bekommt also 8 Punte für seine Transporter. Ja, das ist genau wieder so viele Punkte, glaube ich. Sehr lustig. 68, ja. Dann habe ich auch gar keinen Pferdewagen. Ja, einer. Geil. Also 2 Felder auf den Pferdewagen. Ne? Das bedeutet nochmal 7 Punkte. Und jetzt müssen wir mal schauen. Peter, du hast mehr, weil du ja schon eine 4 aufgeben hast. Okay, kriege ich also nochmal 6. Und das wird sich natürlich hier im Zweispielerspiel ist es wahrscheinlich mitunter manchmal schwer, so Mehrheiten zu brechen. Ja, du könntest mir jetzt den Wagen schon abjagen. Vielleicht, ne? Ja, also. Vielleicht auch das, wie viele schwarze Felder hattest du insgesamt? Ja, da hast du 5 schwarze Felder. Ich habe nur 2. Auf sowas könnte man so ein bisschen achten, aber das ist auch nicht so einfach. Ja, also dritte. Ja, du siehst es ja hier. Dritte. Du siehst ja, was hier. Ja, kommt, ja, klar, aber. Also, deswegen muss man die jetzt. Dritte und letzte Runde. Verrückt. Ich bleib Startspieler. Du bleibst, hast du nicht gesagt, der wechselt? Nee, wenn wir Gleichstand hätten. Das ach, war nicht. Ah, ja. Es geht ja an, wenn Gleichstand, ja, das wollte ich ja noch gucken. Das war kein Gleichstand. Okay, ist ja kein Gleichstand, ich habe einen. Ja, stimmt. Nicht mal das Wort an mir gönnen. Was denn? Ich gönne dir alles. Aber das nicht. Alles, aber nicht den tollen Metallmarker. Hätte man aber deine Lore abgenommen. Ja, der würde das mal. Wenn deine Lore wegnimmt. Ja, da habe ich viel automatisch mal gewonnen. Automatisch verliere. Nee, kommt auf. Ich würde dich auf die Null setzen. Übrigens hier, na, wenn man rum ist, ist 100. Ja. Ist nur vielleicht, ein, ich denke, wir sehen das. Ich denke, Piet kommt über 100. Ja, du auch. Ja, schon. Schauen wir mal. Ich finde den immer irgendwie sehr wichtig. Hm, ja, der, da hast du schon auch recht. Kann man nicht anders sagen. Ich überlege fast, ob man. Der Obmann. Naja, dafür bin ich halt woanders, muss ich dann 2 Miebel wahrscheinlich einsetzen. Wer kennt ihn nicht, den Obmann? Hm, ja, klar, aber ob das so ein Thema ist. Jetzt werden auch noch leere Sachen. Das kann man. Piet hat da viel leere schwarze Sachen. 1, 2, 3. Also 4, 5, die haben wir alle da geht es ins Plättchen, ne? Da geht es ein Plättchen. Ein Plättchen gegen 3 Plättchen. Hier habe ich 4-1. Nee, es geht hier um Loren, nicht um Plättchen. Wenn das ist ja 2 Loren. Da geht es um Loren, ja. Okay. Leere Loren. Okay. Wird ja nicht besser. Es wird ja nicht besser. Der mit seinen 5 Silbernen wird nicht besser, das stimmt. Ja, ich bin so ein bisschen lost, weil ich nicht so richtig weiß, was ich für Auftragskarten nehme, so okay. Richtig. Und da irgendwie. Ich hole mir erstmal von einem für einen hier Geld. Ich hole nochmal 5 aus. Das habe ich auch 5 drüber. Ja, mach ich mal. Mhm. Mhm, super. Wie geht denn das? Alle doof. Ja, wenn man das so nimmt, sind irgendwie alle. Du überlegst mal, Piet, und ich hole mir schon mal was, ja? Mach mal. Ich gehe mal hier hin und hole mir mal für 2 die. Diese Doppellore hier. Und da kommen natürlich auch. Und dann nicht vergessen, das machen wir ja ganz gerne mal, was hier vergessen, so eine Lore wieder nachlegen. So, Piet, erzähl doch mal, wie sind denn die Auftragskarten? Legst du die runter? Hm. Okay. Aus dem Grund, weil ich da nochmal hingehe. Was passiert damit, Piet? Jetzt würde ich langsam, glaube ich, aber auch so eine Auftragskarte. Ja, liegen ja 3 aus. Ja. Nee, ich glaube, aber ich nehme auch die, weil ich ja nicht so richtig weiß. Sonst jetzt auf gut Glück was kaufen und dann gibt es das noch. Das könnte man natürlich tun. Aber Piet hat sich eine Lokomotivkarte genommen. Ja, weil ich da einen schwarzen Cube hatte. Mhm.
Ja, also ich werde auch gleich, glaube ich, mal die Aktion machen, Pete. Deswegen warte ich, muss ich kurz warten. Nee, das darfst du mir nicht sagen. Ja, mein Gott, ey. Ja, aber weil ja, ich überlege, ob ich über die oben oder unten lässt, ja. Es ist nicht so wild, Pete. Wieso? Ja, alles frei, naja, weil wir hier keine, ich hätte aber sowieso wir sind keine Emergency Room Mitarbeiter. Doktor? Genau, okay, mal. Doch, er ist schon ziemlich teuer. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Ich zeige euch natürlich mal, was uns hier so erwartet. Hier haben wir also noch. Ja, das ein bisschen, das ein bisschen. Vielleicht. Mhm. Einfach nur, weiß ich auch nicht genau. Weiß ich nicht genau. So ich gehe dann schon mal hier hin und hol mir hier die W2. Ja. W4. Mhm. Ja, jetzt müsste man wahrscheinlich mit, müsste man besser mitrechnen. Oder einfach spielen. Oh ja, genau. Ich will mal hier diesen Pferdekram. Also einfach, wenn es ein Pferd ist, ist ja ist schon mal eine halbe Miete. Du hast was gemacht, Piet? Was hast du gemacht? Ich habe hier was gekauft. Du hast dir eine Lore gekauft. Was war das? Die zwei braunen Löhrchen. Dann gehe ich mal hier hin. Kannst du, wenn du magst, auch nachlegen. Nur wenn du magst. Bei mir hier angelegt. Oder leg mal hier hin, dann sieht er das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ich müsste mal mehr helle Sachen kaufen. Da geht es um Plättchen übrigens, ja, bei diesem Ausgleich. So war das. Mal dahin mal gucken. 1, 2, 3. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann gehe ich doch. Nein, es ist nicht meins. Doch. Während Pete sich da noch ein Blättchen holt, was holst du dir? Ein braunes für 4. Ein braunes für 4. Ein Doppelbraunlore für 4. Pete überlegt, was er zurücklegt. Ich gehe hier mal auf die 10 Aktionsfelder. Nehme mir hier also 1, 2, 3, 4, 5 und dann lade ich mal aus. 5, 6, 7, 8, 9 und ich glaube, ich lade den einen. Tja, lasse ich den hier drinnen oder lade ich den? Das ist ein bisschen die Frage, was man noch so hat, wa? Aber ich habe ja die Aktion, das ist fast egal. Oder ich fahre zurück auf eine Ebene. Na, ich lade den einfach mal. So machen wir das mal. Okay, Pete. Das war doof. Du ja, bist dran. Speedrunde. Ding, 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 ding. Es wird nämlich Suppe. Suppe ist warm. Mm. Und was nimmst du? Du nimmst Geld. Geld. Schade, dass da nichts mit Dingibummi ist. Dingibummi? Mit Dingibummi. Finger. Und hier, vielleicht mache ich das einfach mal. Das, die Seite ist schon so voll. Ich nehme, glaube ich, einfach die zwei Minuspunkte, nehme ich, glaube ich, echt in Kauf jetzt so langsam hier mal. Oder? Geld nachher sind 5 Geld, ist ein Siegpunkt wert. 10. Was ist Geld? Geld. Ach so, Geld. Geld ist ein ja, Punkt. Jede Karte, die ich nicht erfülle, ist auch minus 5 Geld. Ja, das stimmt. das stimmt natürlich auch, Freund, da hast du recht. Ich gehe mal hier hin, hol mir das mal. Ich also hier in die dunkle Seite. Ich kriege auf jeden Fall die 2 Minuspunkte. Du kriegst ja pro Teil was. Falsch liegt 2 Minuspunkte. Pro Teil sagst du. Ja, ja. Aha, okay. Ich also das pro Ungleichheit. Ja, ja, na dann. Naja, gut. Egal. Da kämpfe ich aber auch schon mit. Alles gut. Verstehe. Ja, das habe ich. Ich gehe mal hin und nehme mal 6 Aktionen. Und das sind hier so 1, 2,
3, 4. Oh, das wird ja richtig schön. 5. Und leg das Stiel schon mal auf mit 6. Mhm. Das wird ja richtig unangenehm quasi. Machst du. Mhm. Ja, ich muss natürlich auch die Lore bezahlen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Ja, hilft. Ja, soll helfen, ne? Stimmt auffallend. Soll helfen. Dann gehe ich mal hier hin. Tu mir mal die Karte, die Auftragskarte. Und dann gucken wir mal, was hier nachgelegt wird. Tut, tut. Gehen wir hier hin und zwar mal 6. Und leg den hier mal ein. Mhm. Mhm. Hast du draufgelegt schon? Kohle? Nee. Doch, habe ich. Mhm. Alter. Okay. Okay, okay, okay. Das kostet. Jetzt könnte man natürlich noch mal ein paar mehr Plättchen versuchen zu kaufen, um das auszugleichen. Vielleicht. Ja, schnell. Weiß man nicht so richtig, wa? Weiß man irgendwie nicht so richtig. Ein Doppel, gibt es noch so ein Doppel-Brownie? Wissen wir auch nicht genau. Ein Doppel-Brownie? Ah, Doppel-Brownie. Gibt es bestimmt ein paar. Ein Doppel-Brownie wären hier. Aber wenn ich denn nur noch Blödsinn kriege. Naja, ich nehme mal hier viel Geld. Laut gesagt? Ja, hat er laut gesagt. Soll das nicht passieren? Ich glaube, ich verrechne mich irgendwie hart. Hier, guck mal, der geht hier immer spontan mal raus. Sachen. Und ich nehme dieses Teil. Mhm. Okay. Und gibt mein letztes Geld hier aus. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, Mann. Mhm. Dann gehe ich mal hier hin. Mhm. Und guck mal, ob das irgendwas bringt. 1, 2, 3, 4, 5. Gucken wir mal hier rein. Das, was ich haben wollte, ein Doppel-Brownie gibt es leider nicht. Keinen leckeren Brownie? Keinen leckeren Brownie. Und das, was hier ist, kann ich nicht bezahlen. Das wäre auch natürlich nett gewesen. Nicht bezahlen, habe ich auch die Angst gehabt. Nicht bezahlen, ja. Das heißt, dann hole ich mir mal für 2 so einen einfachen hier. Für 2 einen einfachen. Dann nehme ich mir mal. Ja. Mhm. Gehe ich mal Walking in the Coal Mine hier. 10 Aktionen. Die 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, verdammt. Das werde ich sogar nicht mal schaffen. Das ist ja albern, ich habe das alles gar nicht, was ich hier... Ich weiß nicht, was du planst, du hast wieder dir viel zu viel vorgenommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. Ich gehe erstmal einmal hier hin, damit ich das auf jeden Fall mache. Dann kriege ich 7 Siegpunkte. Ja. Ja, wo bin ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72. Und meine Pferdekarren fahren ab hier. Abgefahren. Ist abgefahrene Nummer, ja. Mhm. Abgefahrene Nummer. So, ich nehme nochmal 2 Miebel hier. Mhm. Oder? Ich brauche ja eh nur noch einen. Ich kaufe kein Geld mehr. Ein Geld am Ende ist nichts wert. Komm, ja, war zu schön. Nehme ich mal 10 für 2, die dann gelb werden. Jetzt wäre voll lustig gewesen, aber das hat Piet natürlich bedacht. Wenn ich hätte vorher dieses Feld belegen können als Piet. Ja, dann hätte ich nur die 6 genommen. Ja, ja. Das ist wohl richtig. Alles fein. Aber um das nochmal abzuschließen hier, ja, fahre ich mal hier runter. Für 1, 2, 3, 4, zack. 5, 6 fallen aus.
Ich gehe mal hier die Chuchus, die ich ja bei der habe, abliefern. Das sind 17 Punkte. 17 Punkte, da bist du erstmal bei 85 und dann bei 92. Also 3 nach hinten, 20 nach vorne. Und damit sind alle Arbeiter durch, die Minus sauber. Hallo, ich gehe hier nochmal hin, meine Lok hier abarbeiten. Na? Ja. Die 5 Punkte noch. 1, 2, 3, 5, 6. Und dann geht es jetzt hier auch schon wieder in die Wertung, Pete. Ja, damit ist es schon vorbei. Damit ist schon vorbei und wir werten erstmal wieder Farben. Ach Gott. Und wahrscheinlich hat sich da nicht so viel geändert, vermutlich mal. Das ist so eine Mittelfarbe. Ach nee. Der Versuch. Was ist hier los? Irgendwie sowas. Also schwarz habe ich 1, 2, 3. Kannst du mir, der gleicht sich hier aus. Das ist schon egal. Wie viel schwarz hast du? Du hast auf jeden Fall mehr 6. Schwarz. Ne? Kriegt Pete also 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Graue habe ich 1, 2, 4. 4, 5, eine 6 habe ich. Ja, kriege ich da 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es wird es nicht aufholen. Aber egal, wir machen es trotzdem weiter. Braune 1, 2, 3, 4, 5. 7. Das heißt, Pete kriegt Nummer 3. 1, 2, 3. Da ist er bei der 100. Da legst du nieder. Ja. Gelb 4. Nee, du hast 5. 5. Oh, was? Kriegt er also 2, 1, 2. Dann die Arten. Ja, einmal die, also die, ich jetzt einmal umsortieren. Hier geht es ja um die Felder auf den Transportkarten. Ja. So, was ist denn hier? Autos 3. Schub, schub, schub. Ich habe auch nur diese Sachen. Schub, schub, schub. Noch ein Auto. Und wie viel Loki hast du denn? 7. Ich habe da auch 7. Dann kriegt ihn keiner. Denn, oder kriegen wir denn beide den gleich dann? Ja, nee? Ich kann nachgucken, aber normalerweise wird das geteilt. Also das zweite macht ja auch nicht so viel, also, selbst wenn wir das. Genau. Dann habe ich Pferdekarren. Da habe ich. Also normalerweise kriegen alle dann die Punkte. Wenn du die Punkte haben möchtest, um auf 100 zu kommen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir 9. So, dann habe ich Pferdekarren, habe ich 4. Pete hat nur 2 Felder aus dem Pferdekarren. Da hat er mich überholt. Nee, Entschuldigung, wir müssen erstmal den Truck machen. Beim Truck hat Pete vollkommen übertrieben, da habe ich gar nichts. Das sind 8 Punkte. Dann kriege ich 7 Punkte für den Karren, das sind 97. Ich habe es leider noch nicht über 100 geschafft. Ja, den nimmst du auch noch mit. Lore hier. Dann habe ich 4, siehst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat er auch 3 Stück abgezählt. So, und dann. Die können wir jetzt hier zurücknehmen, weil jetzt müssen wir mal durchzählen. Ich tippe mal kurz bei Pete auf schwarze, leere schwarze Loren. 5, 6. Und ich habe hier nur 1, 2, 3. Da kriegt Pete also nochmal 13 Punkte, da meter es nochmal richtig. 1, 2, 3, 32. Dann ist Pete bei den grauen Loren 6. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, auch 6 nur. Na, guck mal. Also kriegen wir beide. Kriegen wir beide 12. Bin ich bei 25. 15. Ne? Also von 3. War ein netter Versuch. Ja, auf jeden Fall. Naja, und jetzt hier seht ihr ja leere Loren. Also die ist natürlich nicht leer. Also 1, 2, 3, 4, 5 braune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bekommt Pete nochmal 11 Punkte. Und bei den gelben habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 gelbe. 4. Ui, da bekommen wir nochmal 10 Punkte. Aber jetzt gucken wir ja hier unten nochmal. So, übriges Geld. Ich habe kein Geld. 5 Geld ist nur ein Punkt. Egal. Nochmal Ressourcen. Ich habe leider nur 3, nur 2 Cubes, aber 3 Cubes wären ein Geld. Ein Schade Punkt. Also. Ganz ein Punkt. Wir haben gar keine Aufträge hier liegen. Gewirtschaftet, sonst hätte man für pro Auftrag minus 1. Und jetzt hast du gesagt, Ungleichgewicht. Ja, jetzt wackelt das bei mir ein bisschen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Verliere ich also 2 Punkte. Ja, und bei mir ist es noch viel dramatischer. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu 1, 2, 3, 4, 5. Verliere also minus 4 Punkte.
dunkle Seite, der und macht das. Damit sehen wir was. Was ist Pete? Ist bei 153 zu 121. Ist das gerecht, fragen wir uns da. Diese Frage können wir euch leider nicht beantworten. Aber Pete, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Danke fürs Spiel. Cool Baron oder auf Deutsch damals Glück auf. Das ist hier, wie gesagt, multilingual. Also es wird in Deutsch sein. Der Titel ist dann allerdings also, Cool Baron. Aber die Anleitung. Ist ein sprachneutrales Spiel. Gibt drei Regelwerke. Englisch, ja. Französisch, Deutsch ist mit in der... Ja, genau. Und alles andere gibt es dann auch zum Download oder wird zum Download zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, alles, was ihr hier gesehen habt, ist Prototyp. Wie es derzeit aussieht und wie die Kampagne aussieht, könnt ihr dem Link gerne folgen. Mhm. Ansonsten habt ihr eigentlich alles gesehen, was das Spiel so zu bieten hat. C&C Publishing hat sich dem nochmal neu angenommen. Hier auch nochmal die Hardfacts, 2 bis 4 Spielende, 60 bis 75 Minuten, also das kann man sagen, es ist auf jeden Fall fix gespielt, 10 bis 5. Ja. Es hat halt hier diese Mehrheitenwertung, die immer so ein bisschen kumuliert, na, wenn man am Anfang sich bei Dingen absetzt, gerade im Zweispielerspiel. Ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht, also man kann es zu zweit spielen, es funktioniert, aber ich würde den Sweet Spot gefühlt nach dieser Partie auch eher so bei 3, 4 sehen. Vor allen Dingen, weil du dann ja, wie gesagt, die beiden Abstufungen hast, wer was hat, dann kannst du noch so ein bisschen dich irgendwo rein. Ja, dass man da auch nochmal dann die zweithöchsten Sachen hat und so. Aber es ist ja auch ganz fein, dass die Dinge da jetzt nicht dann weggeschmissen werden, die Aufträge, sondern dass die immer wieder zählen und dass dann auch unterschiedliche Sachen halt zählen, dass sich das so aufbaut und so steigert. Aber ja, ich denke, was mir persönlich jetzt auch hier in dieser ersten Runde wirklich gefallen hat, ist dieses sehr schnell gespielte, dieses, dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, auch die Felder zu verwenden, halt mit diesem Verdrängungsmechanismus, dass man da nicht ganz so hart blockiert ist. Klar muss man gucken, dass man da vielleicht nicht im Brain Freeze kommt, zu überlegen, okay, die miepelt das und dann macht der vielleicht noch das, dann habe ich nur noch 3 und die Aktion. Also man, an ein paar Stellen kann man zählen, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr aus dem Bauch spielt, ist es wirklich sehr schnell gespielt. Ich glaube, das hast du, wenn du halt zu viel spielst, ne? Das kannst du das vielleicht nicht so gut übersehen, was noch frei ist, was nicht frei ist, werde ich irgendwo reinschummeln. Dann wird dir irgendwo ein Miepel fehlen. Ja. Ich finde aber auch schön, dass es so schnell gespielt ist, dass es zugänglich ist. Also es sind jetzt keine super schweren Regeln. Nee. So Kennerbereich, weil es ja so verschiedene Teile hat. Ja, oder? Ich sag mal, ein angenehmes, leichtes Kennerspiel, ne, für diejenigen, die so im Spiel drin sind. Und so banal, wie es vielleicht sein mag, dieses mit dem Fahrstuhl in dem Schacht hin und her fahren, ist irgendwie auf so eine seltsame Art und Weise sehr befriedigend. Ja. wenn du was zutage förderst, ja, meinst du? Irgendwie ja, auch dieses Hin und Her, bing, bing. Da. Oh nein, du machst keine Klingel in diesem Spiel. So, ring, ring, ring. Ich weiß nicht, da kriegt man gleich Lust auf so weitere Fahrstuhlspiele. Irgendwie ist mir da gerade Top 10 Fahrstuhlspiele. Der Tower of Terror. Genau. Ja, nichtsdestotrotz, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen zeigen, was das Spiel mechanisch kann. Wie gesagt, es ist ja hier eine Neuauflage, wenn ihr das alte Spiel schon kennt oder habt. Gerade wenn ihr es schon habt, müsst ihr euch das mal ganz genau überlegen, ob vielleicht die neueren Komponenten das sind. Was ist es? Ich würde wahrscheinlich mal so weit gehen, dann habt ihr einfach das Spiel. Für diejenigen da draußen, die schon vielleicht immer mal dachten, oh, das wäre voll cool, aber auf dem Sekundärmarkt 100 € plus oder 200 € dafür auszugeben, ist es irgendwie nicht wert. Oder diejenigen, die jetzt mal wieder Lust darauf bekommen haben. Jetzt gibt es das Ganze in der Crowdfunding-Kampagne. Schaut da einfach mal auf den Link, auf die genaueren Komponenten. Ja, Pete, in diesem Sinne, oder? Sagen wir, Glück auf. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.